Hallo miteinander. Trotz einer schlechten Wetterprognose scheint heute die Sonne. Es ist eigentlich genauso schön wie gestern. Und so entschloss ich mich, den Mittag im Park zu verbringen, um in der Mittagszeit, wenn die UVB-Strahlen am stärksten scheinen, Vitamin D aufzutanken. So zog ich also los und nahm das Buch mit von William Wohlmann, Out of Body, um mir mit Lesen die Zeit zu vertreiben. Nun habe ich hier wahllos eine Seite aufgeschlagen mit einem Tagebucheintrag vom 24. Oktober 1992, das ich euch größtenteils vortragen möchte. Ich wiederhole 5 bis 10 Minuten lang laut meine Affirmation: Jetzt bin ich außerkörperlich. Als ich einschlafe, verstärke ich die Affirmation im Geiste. Ich werde mir heftiger Schwingungen bewusst, die durch meinen Körper wogen. Sofort richte ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die Vorstellung, zur Schlafzimmertür zu schweben. Binnen Sekunden fühle ich mich emporgehoben und schwebe zur Tür. Anschließend durchschreite ich diese mit einem Hochgefühl und komme ins Wohnzimmer. Ich schaue mich um und erkenne, dass ich mich in meinem ersten, dichtesten Energiekörper befinde und ich verspüre einen plötzlichen, überwältigenden Erkundungsdrang. Fast schon schreiend bringe ich eine energische Bitte vor. Ich will mehr sehen. Augenblicklich zieht mich ein Gefühl rascher Bewegung nach innen. Mir ist, als würde ich in ein Vakuum gesogen und innerhalb von Sekunden befinde ich mich in einer neuen Umgebung. Ich bin erschreckt und geblendet von der Intensität des mich umgebenden Lichts. Als ich instinktiv versuche, mich vor der Strahlung zu schützen, wird mir bewusst, dass mein Körper gestaltlos ist, ohne Arme oder Beine, nur Energie. Ich versuche zu begreifen, dass ich keine, wie auch immer, geartete Gestalt besitze. Scheinbar bin ich wie Licht, ohne eine bestimmte äußere Form. Meine Sicht ist unendlich. Überall um mich herum entströmt reine Energie. Es gibt weder Formen noch Gestalten, nur Lichtstrahlung. Ich werde zu etwas hingezogen, das eine Säule aus blütenweißem Licht zu sein scheint. Die Kraft der Strahlung ist überwältigend, als ich mich weiter nähere. Ich halte inne und versuche, mich anzupassen. Die Energie ist so stark, dass mir zumute ist, als würden meine äußeren Teile weggebrannt. Mein gesamtes äußeres Ich, meine Gedanken, Ängste und Vorstellungen wird durch das Licht verbrannt. Zuerst versuche ich, mich zu schützen. Ich umgebe mich mit Gedanken, nur um zu erkennen, dass auch sie von der Intensität des Lichts verbrannt werden. Unsicher, was zu tun ist, gebe ich instinktiv auf und überlasse mich dem Licht. In diesem Moment strömt das Licht wie eine warme Flüssigkeit in mich ein und durchdringt Körper und Geist. Mein ganzes Wesen ist von Licht erfüllt und jeder Teil von mir scheint in einer neuen Frequenz nachzuklingen. Ich entspanne mich und genieße das Gefühl reiner, mich durchströmender Energie. Tief im Inneren erkenne ich, dass sich vor mir etwas außerordentlich Bedeutendes befindet. Da ist noch etwas anderes im Inneren der Lichtsäule. Ich bin nicht mehr ängstlich und verspüre ein überwältigendes Verlangen, das Licht zu erleben und zu verstehen. Ich trete näher und versuche, ins Innere zu spähen. Die reine Energie und Kraft sind nicht in Worte zu fassen. Ich habe das Gefühl, neben einer brennenden weißen Sonne zu stehen, die Lichtwellen aussendet. Irgendwie weiß ich, dass mir nichts zustoßen kann, und langsam gehe ich vorwärts und berühre das Licht. Eine intensive Woge von Energie durchströmt mein ganzes Wesen. Plötzlich tauche ich in ein Meer reinen Wissens, Erinnerungen an alles, was ich gewesen bin, an alles, was ich getan habe, an alles, was ich bin, überfluten mich. Alles ist jetzt.
wie absolut einfach alles ist. Überwältigt mich. Zum ersten Mal ist alles klar. Alles, was wir sind und was wir brauchen, ist schon da. Zum ersten Mal erkenne ich, dass wir uns von unserem Ursprung getrennt haben, wie töricht wir sind. Wir konzentrieren uns auf zerfallende molekulare Formen, wo die wahre Realität bereits da ist und geduldig darauf wartet, dass wir die Augen öffnen und erkennen. Ein tiefes Gefühl der Liebe, ein tiefes Gefühl des Mitleids für alle Seiende durchdringt mein Wesen. Ich erkenne, dass wir alle in einem Ozean aus lebendigem Licht miteinander verbunden sind. Die Abgetrenntheit, die wir empfinden, ist bloß die Illusion molekularer Form. Mein Bewusstsein erwacht mit der Erkenntnis zum Leben, dass mein Verstand mit seinen Fähigkeiten nichts weiter ist als ein Vehikel, ein provisorischer Ausdrucksträger. Wir existieren jenseits des Denkens, jenseits der Zeit, jenseits von linearer Ursache und Wirkung.